Perfekt, also zweiter Teil heute. Wir haben im letzten Teil über die Hit-Verteilung innerhalb der Beispielwoche hier, wo wir 10 Stunden trainieren wollen, gesprochen. Heute kommen wir auf das Lit-Training. Und jetzt gehen wir quasi nochmal einen Schritt gedanklich zurück, weil wenn wir in einer Einheit 20 Minuten Hit trainieren, dann werden wir uns ja sicherlich vorher auch mal aufwärmen oder auch nochmal, wir haben eine Intervallpause und alles das ist im Grunde ein Lit-Training. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen uns das auch wieder sehr simpel, dass wir diese 20 Minuten jeweils in den Hit-Zonen auffüllen auf eine Stunde. Wir geben halt immer mit Warm-up, Cool-down, Serienpausen und so weiter, sagen wir, dass wir insgesamt immer eine Stunde trainiert haben. Roundabout. Ja, wie gesagt, wir machen es sehr, sehr einfach. Das heißt, wir haben jetzt hier schon insgesamt 3 Stunden Training, von davon insgesamt eine Stunde Hit und dann wie viel Lit, Nick? Ja, eine Stunde. Nee, 3x40 Minuten. Ach. 2 Stunden. Ich habe gar nicht zugehört. Okay, also 2 Stunden Lit. Also wir haben insgesamt schon 3 Stunden Training. So, wir haben die eine Stunde Lit, die haben wir schon. Und 2 Stunden Lit, also fehlen uns noch 7 Stunden Lit, die wir jetzt einfügen müssen. Und das ist jetzt relativ, ich würde sagen, fast schon simpel. Ja, das heißt, wir könnten uns überlegen, dass wir zum Beispiel mal einen Ruhetag machen. Ja, könnten wir sehr simpel machen. Oder aber wir sagen, wir möchten immer jeden Tag trainieren, weil wir haben jetzt pro Tag nicht ganz so viel Zeit. Deswegen können wir das nicht machen. Und ihr seht, dann wird es sehr individuell. Und das heißt, dann muss man sehr genau hinschauen, wie man sich das aufteilt. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter, weil ich habe ja gesagt, wir haben uns die wichtigsten Sachen angeschaut am Anfang, die hochintensiven Sachen. Jetzt gehen wir mal weiter, was können wir denn noch variieren oder wie können wir das jetzt optimalerweise vielleicht mit anderen Einheiten kombinieren? Und ich hatte das ja schon mal in einem der vorherigen Videos etwas kritisch beleuchtet, aber wir greifen das jetzt mal etwas auf. Wir machen das aber nicht 3-mal pro Woche, sondern wir sagen zum Beispiel, wir machen hier Lauf hier, nach dem intensiven Lauf, machen wir hier eine Low-Intensity-Einheit. Und da wir ja hier schon intensiv gelaufen sind, werden wir die am Mittwoch morgen nicht auch im Laufen verbringen, sondern wir werden das auf dem Fahrrad machen. Ja, Lit, also Bike, Lit, eine Stunde. Perfekt. Ne? Das machen wir vielleicht dann sogar noch nüchtern mit einem Koffein davor und so weiter. Und dann seht ihr, dann kann man das schön mit der Ernährung auch kombinieren. Dann sind wir noch bei 6 Stunden Training. Ja, streichen wir die 7 wieder durch, damit wir es im Kopf immer haben. 6. So, wir wollen sicherlich noch einmal schwimmen gehen. Ich würde das vermutlich jetzt hier hinschieben, auf den Montagmorgen oder so. Ja, schwimmen Lit, eine Stunde. Dann sind wir bei 5. So, und dann machen wir vielleicht Sonntag noch einen langen Lauf oder ein langes Radfahren oder beides. Kann man ja auch machen. Also machen wir vielleicht dann hier 2 Stunden Bike Lit. Und Run noch eine Stunde Lit. Haben wir in Summe wieder 3 Stunden. Fehlen uns noch 2 Stunden. So, jetzt haben wir theoretisch den Freitag noch, wo wir ein bisschen was machen können. Was fehlt uns noch? Vielleicht hier noch eine Laufeinheit. Weil sonst laufen wir bisher nur 2-mal die Woche. Machen wir auch noch mal eine Stunde. Also Run, Entschuldigung, Lit, eine Stunde. Da haben wir jetzt noch eine Stunde Training, die uns noch offen bleibt. Könnten wir uns jetzt gut überlegen, wo wir die jetzt einbauen. Ob wir die auch am Samstag machen, weil wir da am meisten Zeit haben. Oder ob wir die auch nochmal mit irgendwie kombinieren wollen mit einer Einheit, wo es ja Sinn, wo das Sinn machen würde. Zum Beispiel jetzt hier am Mittwoch könnten wir auch ein Double Bike Day machen. Also ganz viele Möglichkeiten, wo wir jetzt sagen würden, okay, wo ist deine Schwachstelle? Woran wollen wir gerade genau arbeiten? Ich würde es einmal am Samstag machen, weil wir da vermutlich am meisten Zeit haben. Und jetzt müsste man auch überlegen, ob man da vor dem Fahrradfahren nochmal eine Einheit machen wollte, weil dann wäre man für das Hit-Training schon relativ müde. Also würde ich das vielleicht nach oben schieben sogar. Und dann würde ich da vielleicht auch nochmal eine Stunde irgendwie Run machen oder aber das Radfahren verlängern auf 1:30 und dann noch einen Run da einfügen. 30 Minuten Lit, den hinten ran. Kann man im Sommer vielleicht auch als Koppellauf sogar machen, etc. pp. Und ihr seht, dann haben wir erstmal 10 Stunden Training. Dann haben wir das, glaube ich, schon sehr gut aufgefüllt. Dann haben wir einen ganz guten Standardplan. Und da seht ihr jetzt aber in der Zwischenzeit, in dem Prozess,
haben sich jetzt viele Fragestellungen ergeben. Also wie kann man das am besten kombinieren? Wo sind eure Schwächen? In welcher Saisonvorbereitungsphase bewegen wir uns gerade? Man könnte das Ganze auch für eine Blockwoche machen, wie wir es auch schon mal vorgestellt haben. Aber das wäre jetzt wirklich eine Standardwoche, wo wir in jeder Disziplin eine hochintensive Session gemacht haben. Jeweils nur 20 Minuten, aber ihr seht, wenn ihr das dann machen würdet. Also irgendwie, Nick meinte dann 5x1000 für sich rennen, ne? 5x4 Minuten oder 4x5 Minuten Hit auf dem Fahrrad. Das sind schon sehr prägnante Einheiten, die man auch erstmal durchsetzen muss. So, und was man jetzt noch drumherum bauen kann, wo wir dann vielleicht vom Ausdauerniveau noch etwas über 10 Stunden gehen, also das ganze Begleittraining, wo das jetzt Sinn macht, zeige ich euch im nächsten Video. Und da gucken wir auch nochmal auf das Training der Laktatbildungsrate. Also wie könnte das jetzt im Saisonverlauf auch etwas anders aussehen. Bis, sag ich mal, gleich oder in ein paar Tagen. Bis dahin. Ciao.